Also der Anfang ist schwer, aber auch wieder leicht, weil ich gern arbeite. Aber es ist immer erstmal völlig unbestimmt. Und diese Freiheit auszuhalten, das ist schwer, weil ich erstmal gar nicht weiß, in welche Richtung das geht. Und weil es nichts bedeutet. Also quasi so nichts, dem ich erstmal gegenüberstehe. Dann entsteht immer was und ein irgendwie komplexer werdendes Farbgewebe, könnte ich es vielleicht nennen. In der Abstraktion gibt es eine Art völlige Freiheit, die Assoziationen hervorrufen kann, die in jedem Menschen anders sind. Wahrscheinlich ist das eher vergleichbar mit Musik. Es gibt keine Anregung durch ein direktes Objekt und auch keine direkte Inspiration. Es hat im weitesten Sinne sehr, sehr viel mit ganz vielen sinnlichen Eindrücken zu tun. Was vielleicht am ehesten daran erinnert, wenn ein Kind ganz viel Zeit hat und einfach spielt und die ganze Welt betrachtet und sich mit der ganzen Welt befasst, indem es die Welt auch anfasst. Ganz wichtig ist, dass das draußen stattfand. Also insofern ist die Idee also mit einer eher eine Verbindung in der Arbeit zur Natur, zu Eindrücken, die man nur aus einem ganz intensiven Naturerlebnis hat. Und es schwingt natürlich immer die Trauer mit, dass das immer weiter verschwindet, auch aus unserer Lebenswirklichkeit und Alltagserfahrung. Die Abstraktion stößt ja wie in ein großes Nichts vor. Und das ist ja was, was wir schwer aushalten. Das heißt, wir müssen ja alles Unordentliche wieder in Ordnung bringen. Also wenn man zum Beispiel eine Serie von 4 Bildern macht, hat man das Gefühl, man schafft eine kleine Familie oder einen Verbund von Bildern, die sich aufeinander beziehen und alles ist wieder in Ordnung. Und wenn wir uns umschauen, 4 kommt ja überall vor, allgegenwärtig im Rechteck. Die Bilder sind rechteckig, ein Raum ist rechteckig, Häuser sind rechteckig. Das gibt Stabilität und Ordnung. Das Thema der Ausstellung ergibt sich im Grunde aus den Bildern selber. Wenn die Menschen hineingehen und sich es anschauen, dann werden sie es verstehen, hoffe ich. Ich würde mir wünschen, dass das Publikum mit einer entspannten, erwartungsvollen Haltung in die Ausstellung geht und sich selber sein Urteil bildet.